Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Witcher 3 Heart of Stone. In der letzten Folge haben wir hier diese tolle, niedliche Kröte nicht überlebt. Und ich habe ein paar Tricke reingepfiffen. Und mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Ich hoffe es. Ich war ein bisschen still seitdem, weil ich habe es nämlich schon mal probiert. Aber jetzt wird es doch hoffentlich klappen. Mal gucken. Mist. Na. Mist. Komm. Oh. Komm her. Oh.
Wann ist der denn feuerempfänglich und wann nicht? Ah. Au, 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 au. Jetzt. Warte mal. Das verstehe ich noch nicht ganz. Ah. Huch. Da ist gar nichts rausgekommen aus der Kröte. Au, au, au. Komm, jetzt nicht leichtsinnig werden. Au, 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 au. Jetzt hat er es schon wieder ausgehalten. Ich hab seine Angriffstaktik und seine wann treffe ich Taktik noch nicht raus. Ja, bitte, bitte. Ja, wir sind vergiftet. Scheiße. Hä? War doch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Geralt! Oh oh. Einige Zeit später. Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier. Außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros. Oder der Fakbarteul in deren komischer Sprache. Unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet. Na super. Wissen wir gar nichts mehr, oder? Wir wissen gar nichts mehr. Verdammt, ich erinnere mich an nichts.
Nur an die Kanalisation, an die Riesenkröte, dann Stiefel. Wenn die Kröte ihr Prinz war, habe ich Glück, dass ich noch lebe. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen, Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben Sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut. Oh, zum Glück. Dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavetkar Ualbatar Gel! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Valar. Carveretende. Wärst du schon tot. Rihav Kernerarem Karer. Rache ist nicht unser Anna. Dorhakaske je Alami. Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e Gulat. Was? Elkal! Wild? Elkal. Inkal aver ikel ulgehegerving olviter. War das jetzt richtig? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In 2 Wochen hängst du. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber. Und sie pumpen sich auf, hast du gemerkt? Wie diese Fische, wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei, ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Tja, das ist eine ausweglose Situation. Sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Na, da kommt jemand. Hallo Geralt, kennst du mich noch? Oh nein. Ja, du kommst mir bekannt vor. Aber ja, wir haben uns in Weißgarten getroffen. Du bist... Gaunter Odim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt.
Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend. Wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien, weißt du? Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Ja, warum nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du... Oh, ich kann mehr, als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yandra. Um Mitternacht. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was ist das? Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Wow. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel. Mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Oh, oh. Wow. What the fuck? Ich hab den Sturm nicht bestellt. Fürchte, mein Tarif erhöht sich ein gutes Stück. Bring uns heil nach Ophir. Der König wird es dir reichlich lohnen. Und der Gefangene? Wir bringen ihn zum König. Das habe ich bei meiner Ehre geschworen. Können wir jetzt die Sprache sprechen? Den König nicht einfach den Kopf bringen, wie bei dem anderen? Der ist ertrunken. Wir konnten nichts tun. Der hier wird lebendig abgeliefert. Außerdem, ich will die Hölle sehen, die der König diesem hier bereiten wird. Welche Hölle? Die Strafe für Regizid umfasst Teeren, Häuten und Vierteilen. Jawohl! Meine Hand ist frei. Wow. Was haben wir denn? Genau. Au, 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 au. Au. So, mein lieber Magier. Autschala. Dass der natürlich wieder so stark sein muss. Aua. Mach ein bisschen Wirbelsturm. Wow. Was? Ach, bitte hör auf. Also, das ist echt, echt mal fordernd, das Ganze, ja. Also, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Was ist denn mit dem Schwierigkeitsgrad los? Der hat ja richtig stark angezogen, habe ich das Gefühl. Mann, 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 Mann.
Na nun komm. Komm. Aua! Ach Mensch! Ja. Mach deine eigenen Leute wieder. Ah. So, mein Freund. Wow. Komm. Ah, nein. Bleib weg mit deinem Wirbelsturm. Ach, komm ja auf. Aua. Nein. Aua, oh, oh, oh. Nein. Aber gleich habe ich dich. Ach, komm. Jetzt ist er weg. Wow. Puh. Brief eines sophirischen Händlers. Perner oder wie auch immer man dich nennt. Ich habe keine Ahnung, warum der höchstgnädige Kronmagier Ahmad gerade dich als unsere Kontaktperson auserkoren hat. Das Argument, dass du als Nordling dieses Landes am besten kennst, finde ich nicht gerade überzeugend, da Ardian genauso viel mit Redanien zu tun hat wie Sirakanien mit Ophir. Nämlich gar nichts. Da aber die Wünsche seiner Gnädigkeit nicht in Frage zu stellen sind, ersuche ich dich, ihm diese Nachricht zu überbringen. Wir haben unser Lager in der Nähe des Dorfes Brunwitsch aufgeschlagen. Gemäß der vom Hof und seiner Gnädigkeit erhaltenen Befehle geben wir nun Wissen und Waren an die örtliche Bevölkerung weiter. Traurig darüber, dass ich ihre geistigen Fähigkeiten richtig eingeschätzt hatte, möchte ich erneut darum bitten, zu einer größeren städtischen Ansiedlung reisen zu dürfen, wo man unser Wissen und unsere Erfahrung eher zu schätzen weiß. Mit freundlichen Grüßen, Dula Kamani. Wow. Was haben wir hier? Der ist tot. Ich guck mal ganz kurz. Hier ist Loot. Aber unsere alte Ausrüstung scheint für einen Poppes zu sein, oder? Kann das sein?
Wir haben jetzt hier schöne... Oh, da ist noch was. Obwohl. Nee, ist ja noch alles hier. Nur nicht angelegt. Stahlwaffe. Okay, das wäre weitaus besser, aber die haben halt schlechte Nebenattribute. Silberschwert. Ah, das sollte ich mal... Hafkarin. Das ist ja schon von den Attributen weitaus besser. Ich musste bloß noch sockeln. Okay. Stahlwaffe ist nicht besser. Jetzt haben wir noch ein bisschen Krams. Was sind denn jetzt das für Klamotten? 195, 160. Hier haben wir wenigstens unsere Hexenjägerrüstung. Ja, aber die war nicht so hübsch. Da war der Kyras nämlich viel besser. Das Ding ist schon ein Tick besser, aber nicht ausgerüstet weiter. Wir haben unsere Stiefel, die sind ausgerüstet. Komischerweise ist das jetzt alles wieder angezogen, ja. Die Handschuhe fehlen noch. Jawohl. Hätten wir das vielleicht im Kampf machen können schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle müssen wir die Sachen hier noch sockeln. Ich guck mal kurz, was hatten wir hier? Zeichen, Intensität, kritischer Trefferbonus. Wir haben natürlich hier noch ein paar Runensteine, die wir hier reinsetzen können. Denn, wie sieht es aktuell aus? Ausgerüstete. Achso, ist eine Stahlwaffe. Ich bin gerade komplett verkehrt. Auch eine Stahlwaffe. Silberschwert. Hat mehr Feuerschaden, Chance auf Verbrennen. Angriffskraft ist erhöht. Ich habe hier 7 erhöhte Angriffskraft. Was natürlich, wenn wir die Steine hätten, betäuben, Rüstungsdurchbohrung, verbrennen. Das sind nicht Sachen. Hier haben wir eine Angriffskraft 2. Zeichen. Gut, das werde ich dann zur nächsten Folge, denke ich mal, noch ausrüsten. Weil das sind ja hier so ein paar Kleinigkeiten, aber ich glaube, ich habe nicht die passenden Runen dafür da. Das werden wir dann an der Stelle sehen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Würde mich freuen. Euer Firefox.